This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Was genau macht der Kerl eigentlich? Ich dachte, er ist uns schon hierhin vorausgegangen, um das hier alles zu regeln. Irgendwie seltsam, oder? Ich frag mich, was es genau mit ihm auf sich hat, mit unserem John Connery-Freund. Naja, ich denke mal, wir werden es noch rausfinden. Auf nach Vigol. Hallo Freunde! Jemand zu Hause? Irgendjemand? Mensch. Ein Anschein von Zivilisation? Wahnsinn. Ich glaube, wir werden wohl nicht das Glück haben, mit jemandem hier zu sprechen. Außer unserem Freund vielleicht. Shit. Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us. That abbey. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Überreden also. Na dann. Ich bin ja mal auf Gabriels Überredungskünste gespannt dabei. Au. Du erwähntest es bereits, mein Freund. Die sind ja sehr sympathisch. Okay, die scheinen also wirklich unverwundbar zu sein, wenn die was gefressen haben. Ah, shit. Okay, neues Bewegungsprofil, muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, machen wir das doch mal so. Vielleicht ganz großflächig einfach mal draufknüppeln. Ja, dann lass mich das mal machen. Kein Problem. Okay, ich glaube, wir brauchen den hier. Nein? Wie dann? Sobek, irgendeine Idee? Was haben wir denn hier eigentlich dazu gewonnen gerade? Ach so, ein Monstereintrag. Gut, den können wir uns ja mal ganz kurz anschauen. Wo sind sie denn hier, Ghule? Größe mittel, Schwierigkeit niedrig. Entgegen der landläufigen Meinung sind Ghule keine Untoten. Tatsächlich waren ihre Vorfahren Menschen. Aber da sie sich hauptsächlich von Leichen und verrottetem Fleisch ernährten, verwandelten sie sich in schreckliche Monster, die auf Gräberfeldern und Friedhöfen hausen. Ghule leben normalerweise unter der Erde, aber manchmal wagen sie sich in kleineren Gruppen hinaus, um nach Aas zu suchen.
Die Substanz, die der Ghoul ausspuckt, ist äußerst giftig. Doch lässt sie sich mittels Lichtmagie auflösen. Okay. So, trotzdem fände ich jetzt eine Ansage ganz cool, was ich denn hier machen soll. Denn ich hätte ja jetzt eigentlich vermutet, dass wir einfach mal mit dem Handschuh dagegen hauen sollen. Sieht aber irgendwie nicht danach aus, als ob es helfen könnte. Könnten wir vielleicht mal irgendwo hingehen, wo ich auch was sehe? Naja, randalieren wir erstmal ein bisschen hier. So. Question is, what shall I do? Nein, das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. So, Beck, gib mir mal einen Tipp. Soll ich irgendwas mit der hier anfangen? Wofür ist die denn? Ah! Sieh mal eine an. Zumindest die können wir verschieben. Nicht in die Richtung jedenfalls, aber... Zumindest lässt sich hier irgendwie was machen. Ja, mach du mal weiter. Ich bin gerade schon dabei, mein Freund. Ich bin gerade schon dabei. In irgendeine Richtung müssen wir es dann wahrscheinlich auch verschieben. Die Frage ist nur, wie genau das jetzt ablaufen soll. Soll ich es halt vielleicht einfach nochmal in die Richtung schieben? Nee. Einfach hier lang weiter, oder? Ich meine, da drüben ist ja irgendwas zusammengebrochen, als ich gerade die Statue verschoben habe. Hier in die Mauer? Ah, Typ! Nerv mich nicht! Ach, komm schon. Das wirft die Typen irgendwie auch überhaupt nicht zurück, habe ich das Gefühl, ne? So, mal wieder ein bisschen großflächiger. Okay, darf ich jetzt? Oh, das war nicht die Richtung, in die du solltest. Vielleicht nochmal... Na komm, diese Kamera-Schwenks hier immer, die sind auch nervig. Ist ja eklig. So, weg, wo bist du eigentlich? Wäre cool, wenn du mir helfen könntest. Da könnte ich mich nämlich mehr damit beschäftigen, hier die Statuen ein bisschen durch die Gegend zu schieben. So, jetzt nochmal das, was ich eigentlich probieren wollte. Nein! Nein! Funktioniert ganz und gar nicht. Na, das läuft doch gut zurzeit. Überhaupt nicht. Okay. Gibt's denn hier irgendwas, wo ich vielleicht mich mal dranhängen kann oder... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich weiß, die Kamera zieht's immer wieder hier rüber, aber ich kann ja nicht rüberklettern. Also keine Ahnung, was das soll, so genau. Kann ich hier irgendwas eintrümmern? Nee. Hier drüben, die Wand sieht auch ziemlich brüchig aus. Ich könnte sie niederreißen, wenn ich noch Schattenmagie hätte. Ah, hier ist auch noch was. Das bringt mir bloß nichts. Haben wir denn vielleicht irgendwo ein bisschen Magie? Ah, geh mir nicht auf den Piss, Alter. Haben wir vielleicht irgendwo ein bisschen Schattenmagie übrig? Ich habe meine schon für nutzlose Versuche aufgebraucht. Leider. So, habe ich jetzt mal kurz Ruhe? Das wäre sehr freundlich. So, dann sammeln wir da erstmal ganz kurz hier den Schattenstein ein. Irgendwo muss doch hier ein bisschen was zu kriegen sein an Energie, oder? Was ist denn mit dieser blöden Statue hier, Mensch? Mit der muss man da irgendwas machen können. Ja, geh mir nicht auf den Keks da drüben. Ups. Hab ich den gerade mit meinem... Boah, Alter. Die sind schon ein bisschen nervig, die Viecher. Hab ich den mit meinem Handschuh gerade penetriert, als ich geschlagen habe? Keine Ahnung. So, ich frage mich aber immer noch, was soll ich denn jetzt genau tun? Also, um die Mauer da drüben einzureißen, brauche ich auf jeden Fall Schattenmagie.
Ich habe nur keine. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß. Du könntest natürlich mit konstruktiveren Beiträgen ein bisschen mir helfen und irgendwie erwähnen, wie genau ich das jetzt zumachen soll, das Loch. Könnte helfen. So ein bisschen zumindest. So, das kriege ich ja nicht damit eingerissen. Oh, warte, jetzt habe ich... Wo kommt denn die Energie auf einmal her? Ich weiß es nicht, aber... Hä? Alter! Sind die nervig oder was? Komm, hier, zack. Alle zugleich auf die Fresse. So, nehmen wir doch gleich mal die Energie. Halt die Klappe! So. Jetzt sind wir endlich mal durch hier. Meine Fresse. Und hier gibt es auch Energie, schönerweise. So. Bringt mir das denn irgendwas, hier dieses Saturn durch die Gegend zu schieben? Oder was genau erreiche ich denn damit, ist die Frage. Das Problem ist, ich kann die hier drüben halt nicht verschieben. Was habe ich jetzt davon, die anderen verschoben zu haben? Es leuchtet mir nicht so ganz ein. So, jetzt geh mir nicht länger auf den Sack. Und verzieh dich in das Drecksloch, aus dem du gerade gekommen bist. Was soll ich hier machen? Ich meine, ich kann es bloß weiter probieren einfach nur, aber es nützt ja nichts. Egal von welcher Seite. Nö, und von der Seite direkt am Loch komme ich nicht ran. So, das ist ja ganz famos hier. Okay, es ist auch immer bloß auf den Schienen halt, wo man die bewegen kann. Ja, hier kann ich es nicht weiter verschieben. Ich meine, zumindest komme ich jetzt hier ran. Ich weiß bloß nicht, ob mir das irgendwie nützlich ist. Das ist halt das Problem. Muss ich die Statue vielleicht doch irgendwie mit Gewalt verschieben? Also mit sehr viel Gewalt, nämlich mit Schattenmagie-Gewalt. Es sieht mir bald nicht danach aus. Sieht schlecht aus. Stelle ich mich gerade einfach bloß dumm an oder ist das wirklich nicht so offensichtlich, was ich hier machen soll? Ich weiß es irgendwie nicht so richtig, muss ich zugeben. You will all meet the same fate. Komm, gib mir mal ein bisschen Energie hier. Ich habe bislang noch keinen Vorteil darin erkannt, diese Statuen verschoben zu haben. Das ist mein Problem jetzt gerade, mein Hauptproblem. Get away from me, ich meine, ich kann die auch wieder zurückschieben hier, aber was habe ich davon? Da steht dann einfach wieder in alter Position. Ist aber nicht so sinnlos alles. Irgendwie nerven mich die Level in den Vampirländern bislang. Und da bin ich erst beim zweiten. Ich kann ja nochmal hier probieren. Vielleicht auch nochmal damit. Nichts. Ich weiß, Sobek. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich weiß bloß nicht, wie ich das Loch blockieren soll. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Denn... Falls du das auch noch nicht mitgekriegt haben solltest, das hier funktioniert nicht. Ich würde ihm gerne ein paar auf die Schnauze hauen. Ich probiere mal ein bisschen rum und werde hier an der Stelle einfach mal jetzt auch wegschalten. Und sobald es funktioniert, geht die Aufnahme halt einfach weiter. Ich werde da mal unterbrechen einfach. Also sehen wir uns auch gleich wieder, sobald da mal ein bisschen Erfolg da ist wahrscheinlich. So, gucken wir doch mal hier. Oh nein, ernsthaft? Meine Güte, ist es denn wahr, das ist alles? Ich muss einfach bloß die scheiß Grapple-Taste drücken, um das Ding anzupacken. Na gut, da müssen wir wahrscheinlicherweise erstmal ein bisschen die Gule wegräumen hier, damit wir ein bisschen mehr Ruhe kriegen.
So, bei der Gelegenheit laden wir auch gleich mal unser Leben wieder auf. Shit! Nicht gut, nicht gut. Darf ich mal kurz? Hab's eilig. So. Ich sollte vielleicht immer ein bisschen Heilmagie bereithalten, falls sie mich mal vergiften. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So. Gut, dann lass uns doch nochmal auf einen neuen Versuch ankommen und grappeln das Ding nochmal neu. Jetzt. You will all meet the same fate as you wish. Komm mal vorbei, los. Und zack. Das ist alles, ich werd verrückt. Und ich dachte, ich muss sonst was machen hier. Unbelievable. They will return if we don't block the hole. Nein, wirklich. Jetzt ist mir auch klar, wozu wir diese Steine verschieben müssen, diese Statuen. Weil einfach neue Löcher aufkommen an den Stellen, wo die Statuen sind. Ich finde es ja nur ein bisschen hirnrissig, dass man nicht die üblichen Fähigkeiten einsetzen muss, die man so gekriegt hat bisher, sondern nur mit seiner blöden Peitsche ganz simpel nach dem Ding greifen muss. Das ist ja irgendwie lächerlich, oder? Da probiert man ewig lang rum mit den krassesten Fähigkeiten, die man gekriegt hat, und nichts funktioniert auch nur ansatzweise. Aber wenn wir die Peitsche dran werfen, dann natürlich, ja dann. Irgendwie hat sich gerade meine Anzeige geleert da drüben. Das ist nicht gut. Deswegen schnell mal wieder aufgeladen. Sauerei. So, weiter geht's. Ich glaube, wir haben gerade Ruhe, oder? Dann machen wir das Ganze bei der Statue ja auch gleich nochmal. Geht am besten mal auf Sobek los, wenn er jetzt kommt, kleine Gule. Richtig so. Gut. Oh, welche Überraschung, aus dem Loch da hinten kriege ich einen Gule heraus. Wer hätte das nur gedacht? Deine Weisheiten werden auch nicht neuer, mein Freund. Aber ich habe das Gefühl, es werden mehr Gule bei jedem Loch. So, dann müssen wir mal hier im Schnellverfahren aufräumen. So. Wir stecken schon ein bisschen was weg im Vergleich zu Gobbos oder sowas, ne? Ihr seid so eklig. Dieses Rumgereier hier immer. Heieiei, die stecken aber auch was weg. So, haben wir den endlich. Okay, dann können wir auch das letzte Loch noch einreißen. Komm mal vorbei. Wunderbar. Komm nicht zu hart, aber lass mal zusammen einreißen. Haben wir es endlich. Besten Dank. Mann, 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 Mann. Das war ziemlich nervig, muss ich sagen. Und ich hoffe echt, dass die Level nicht so kackbratzig weitergehen, dass man ständig irgendwelche Fähigkeiten benutzen muss, bei denen man dann einfach stundenlang braucht, um herauszufinden, was man denn benutzen soll dabei. Oh, wir haben noch einen. Na sowas. Ein letzter Gast. Oder haben wir noch... Wie jetzt? Ich habe mich gerade echt noch vergiftet? Oder haben wir hier noch irgendwo jemanden? Nö. Okay. Na dann, können wir jetzt so langsam mal aufbrechen, würde ich sagen. Und uns dem eigentlichen Level widmen. Es sei denn, das war's jetzt schon. Würde mich aber wundern. Okay. Die Nummer mal wieder. Brechen wir hindurch, aber bevor ich da jetzt weitergehe, werde ich nochmal ganz kurz... Ach nee, weißt du, ich brauche meine Energie gar nicht aufladen. Gut, schauen wir nochmal. Du hast bestimmt eine Schriftrolle für mich, oder? Natürlich. Wir sollen uns hier treffen, um den Angriff auf die Burg vorzubereiten. Aber ich habe noch niemanden gesehen, also werde ich im Mausoleum übernachten. Hier ist es nicht sicher. Ghule und Vampire sind nachts auf der Jagd nach verirrten Seelen. Und ich will nicht, dass sie mich im Freien erwischen. Insbesondere die Ghule stellen ein schwerwiegendes Problem dar.
da ihre Spucke hochgiftig ist. Mein Vorrat an Lichtmagie geht jedoch zur Neige. Und nur mit ihr kann man die Spucke neutralisieren. Scheiße für diejenigen, die nicht mal Lichtmagie haben, ne? Sondern vielleicht bloß die Schattenmagie oder gar keine Magie. Soll es ja auch geben. Na gut, ich schaue nochmal ganz kurz, ob es hier vielleicht noch irgendjemanden anderen gibt. Nein. Dann noch kurz dieses winzige kleine bisschen an Leben aufgefüllt. Und rein hier. Was haben wir denn da? Oh, das sieht doch aus, als ob wir gleich ein Upgrade kriegen. Ich freue mich. Netter Spike, Pflock, der Handwerker, der die Kette und die Hakenspitze für das Kampfkreuz anfertigte, Rinaldo Gandolfi, wollte die Waffe mit weiteren Optionen für den Nahkampf ausstatten, besonders gegen übernatürliche Kreaturen der Nacht. Aus diesem Grunde entwarf er den Pflockaufsatz, der dem Kampfkreuz schließlich den Namen Vampirtöter einbringen sollte. Yeah! Und ich kann mir vorstellen, dass wir damit jetzt hier drüben ran können. Oh ja! Endlich! Endlich können wir auch diese Dinger aktivieren. Wunderbar. Das wird aber auch Zeit. Dann kann ich endlich mal einiges noch abarbeiten, was wir noch in alten Levels haben. Gut, rein in die Katakomben. Und das war's auch schon für Rigol. Das ging schnell eigentlich. Wenn man weiß, was man machen muss, zugegebenermaßen. Ich wusste es nicht, dementsprechend hat es lang gedauert und wieder eine Unterbrechung erfordert. Aber was willst du machen? Ist eben so, ne? Na gut, lass uns gleich ohne lange rumzutrödeln weitermachen. Ich habe schon eh zu viel Zeit verschwendet. Auch wenn das jetzt in den Aufnahmen vielleicht nicht so rüberkommt, weil ich ja immer unterbreche. Aber ich bin gerade ein bisschen genervt davon, dass es so langsam, so schleppend vorwärts geht. Deswegen sofort rein in die Abteikatakomben. Und bitte lasst jetzt ein bisschen mehr kämpfen und ein bisschen weniger schwachsinnige Rätseleinlagen folgen.